Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gamescom TV Folge 2. Ich stehe hier gerade mitten im schönen Köln, genauer gesagt mitten auf dem Friesenplatz. Und das ist auf jeden Fall der Ort, wo auch an den Messetagen, an den Gamescom-Tagen so richtig was los ist. Friesenplatz ist übrigens ein gutes Stichwort. Hier findet unter anderem nämlich auch das Gamescom City Festival statt. Das steigt von Freitag bis Sonntag jeweils nach Messeschluss und da gibt es Bands, da gibt es Bühnen, da gibt es Musik und jede Menge Leute, die von der Gamescom nach Hause gehen und feiern wollen. Also solltet ihr auch auf jeden Fall mal hier vorbeischauen. Tja, aber ihr wollt ja auch essen gehen. Ihr wollt trinken, ihr wollt irgendwo schlafen. Wo macht man das hier in Köln am besten? Um das rauszufinden, treffe ich mich jetzt an dem Kölner Wahrzeichen mit zwei echt kölschen Jungs. Aber ich treffe mich hier vor dem Kölner Dom natürlich nicht mit irgendwelchen Kölnern. Nein, ich habe für euch, sagen wir so, zwei ganz besondere Leckerbissen aufgetan. Nach dem einen wurde sogar schon mal ein Burger benannt und ich denke, das will auf jeden Fall was heißen. Sie sind absolute YouTube-Stars, sie sind Let's Player und sie haben anscheinend einen Haufen Fans. Pete Smith und Dennis Brammen. Oh mein Gott, jetzt ohne Vorbereitung einfach reingerannt. Was ist hier los? Fanauflauf? Ja. Hallo Annika. Hallo Zuschauer. Ja, in der Tat, Zuschauer. Wir bevorzugen das Wort Zuschauer. Genau, wir sind keine Fans. Treue Abonnenten, Viewer. Ich nenne die Sache immer gerne Viewer. Hört zu international. Ist man das gewohnt? Ja gut, wenn man auf die Domplatte geht, dann könnte man schon damit rechnen. Das stimmt, dass das passiert. Ja. Sehr gut. Ich muss euch allerdings gleich von der Domplatte hier ein bisschen entführen. Man kennt euch von YouTube, logisch. Ja. Man kennt euch für Authentizität. Was mich zum nächsten Stichwort führt, ich kann Authentizität auch richtig aussprechen, aber ihr sagtet so schön, was gedreht ist, ist gedreht. Das heißt, da bleibt auch jeder Versprecher drin. Ihr seid, wie ihr seid. Oder lacht. Ganz genau so sieht's aus. Wenn Hardy rülpst. Sehr schön. Also die Zuschauer bekommen die echten Pete Smith und Bram. Pete und Korea, quasi. Sehr schön. Ja, warum sind wir hier? Geht um Köln. Ja, genau. Genau, wir wollen euch ein bisschen zeigen, was wir so in Köln machen, wenn wir ausnahmsweise mal nicht zocken, also ungefähr die 15 Minuten nach dem Aufstehen. Sehr gut, das machen wir, weil es kommen irgendwie knapp 300.000 Menschen hier nach Köln, die wollen was erleben. Und ich wüsste jetzt gern, wo wird gefeiert, wo wird gegessen, wo wird getrunken und ihr zeigt mir die Hotspots von euch in Köln. Ich komme mit und mach mit. Sehr gerne, lass losgehen, ich hab Durst. Was gedreht ist, ist gedreht, so machen wir das. Ist das Brauhaus. Also leider so schön. Bitte schön, der Herr. Vielen Dank. Tipptopp, merci. Blitzschnell und eiskalt. Dankeschön. Ja, so gehört es dann. Jungs, schön, dass wir da sind. Cheers. In der Tat. Annika. Prost, vielen Dank für die Einladung. Cheers, liebe Zuschauer. Wir sind hier am Altermarkt und das ist deine Empfehlung. Peters, richtig. Peters Brauhaus? Ja. Peters Brauhaus. Warum ist hier? Das Brauhaus von Peters Kölsch. Ein Kölsch, was ich sehr gerne trinke. Vor allen Dingen halt Peters Brauhaus. Peter, das Essen ist hier sehr lecker. Und was denn für eine? Der Markt ebenfalls sehr hübsch. Finde ich. Also ich glaube wirklich für jeden, der noch nicht so oft in Köln war, hier der alte Markt, hier geht es auch an Karneval total ab. Das hier ist auf jeden Fall ein Place to be. Hier kann man lecker Bierchen trinken. Und man ist halt auch super und schnell. Gut essen. Und gut essen. Kann man auch, aber zu unserem Essens-Hotspot kommen wir ja noch. Da kommen wir später noch zu, ja. Vor allem ist man aber auch wahnsinnig schnell in der City, irgendwie am Neumarkt oder sowas. Und da findet ja das Gamescom-Festival statt. Wart ihr da schon mal? Was ist das denn? Wart ihr schon mal da? Ich war noch nie da. Ich war immer auf der Gamescom, bis sie zugemacht hat und dann bin ich nach Hause oder hierhin. Okay, du auch noch nicht? Nein, noch nie. Also, ich empfehle euch das Gamescom-Festival. Weil? Möchtest du ein Date mit mir da haben? Okay. Ich erkläre dir erst, worum es geht. Ja. Bands, Bühne, Gaming, Innerstadt, zigtausend Leute, super viel Spaß, Stimmung, satt, Musik. Kann man machen, finde ich. Okay. Und ich würde mit dir hingehen. Und das ist quasi, wenn die Gamescom-Pforten schließen, kann man dann ziehen? Freitag bis Sonntag. Achso, das ist auch mittags schon. Ah, verstehe, okay. Oh. Ja gut, da kriegen wir. Also insbesondere natürlich abends geht es dann richtig ab, aber... So ein Stündchen könnte ich da freiräumen für dich, Annika. Machen wir das? Für dich mache ich das doch. Nette halbe Stunde. Ich erzähle dir für eine Stunde. Und ja, du sollst dir das aber auch mal angucken. Wir finden noch eine Lady. Ja, ich finde noch jemanden. Ich nehme uns Christian mit. Wir schauen uns die Location ja gleich noch an, oder? Wie sieht das aus? Genau. Sehr gut. Aber erstmal trinken wir jetzt noch ein bisschen und dann gehen wir weiter zum Essen fassen, würde ich sagen. Alles klar. Ich. Jungs, auf euch. Prost zusammen. Zeigt mir hier echt neue Plätze in Kolonia. Wir sind jetzt hier am Friesenplatz bei einem Griechen.
Alpha heißt das Ganze. Exakt. Ja. Nicht Beta oder Delta, Gamma, das Alpha. Das ist jetzt Dennis Hotspot und ja, genau. Zwar aus einem guten Grund. Hier gibt Fleisch. Und zwar nicht hier gibt's echt Spaß. Was ist denn eure Leibspeise hier? Der Alpha-Teller Spezial. Das ist quasi der Alpha-Teller, wie er drin steht. Nur nochmal den Reis weg und dafür gibt es nochmal extra Gyros. Okay, da bin ich ein bisschen draußen, aber warum jetzt hier der Laden sonst noch? Gute Drinks oder? Außerdem gute Lage. Man ist hier direkt an den Ringen. Das heißt, wenn man hier lecker gegessen hat, kann man gleich weitergehen. Die Ringe entlang und da findet sich sowieso nochmal irgendwas, wo man absteigen kann. Von daher also. Oha, es wird also nicht 24 Stunden am Stück gezockt, sondern da wird auch mal gefeiert. Manchmal, wenn was ansteht, so 1 Million Abonnenten oder so, dann kann man schon mal rausgehen. Ja. Dann geht der Auto, lasst es krachen. Wir sind jetzt allerdings eingesperrt bis zur 2 Millionen. Ja, genau. Die dauert auch nicht mehr lange. Wobei ich sagen muss, die Lage hier ist ja echt genial. Also Friesenplatz, Friesenviertel ist nett. Man hat die Friesenstraße, wie du sagst, man kann die Ringe runter. Was ist mit der Zülpicher Straße? Zülpicher Straße, absolute Studentenstraße, bin ich früher viel gewesen. Ich auch. Relativ Kuban, aber. Schöne, günstige Läden, trotzdem aber immer noch gut. Kann man auch sehr gut absteigen. Also die haben auch so lange auf. Weißt ja, die du noch, haben Dennis? Mega lang. Die haben mega lange auf. Und ganz zum Schluss findet man den Piet im Venuskeller. Da sagt er nichts mehr zu. Das finde ich jetzt aber frech. Ich glaube, da geht er wirklich hin. Nee, aber habt ihr so 2, 3 Top-Ausgeh-Läden, wo ihr sagt, das könnt ihr den Leuten empfehlen, wenn die hier in Köln sind? Ja, wieder immer noch die Kubaner-Bar. Auf Kubaner-Bar der Zülpicher Straße. Das Problem bei uns ist, wenn wir einmal was gefunden haben, was wir mögen, dann gehen wir nirgendwo anders mehr hin. So langweilig sind wir. Ja. Das ist eher loyal und Stiefel, treu. Stiefel ist auch noch ganz gut. Stiefel kann man auch machen, auch auf der Zülpicher Straße. Das ist auch der Stiefel. Ja. Drinks haben wir, Essen haben wir, sonst noch irgendeinen Geheimtipp, wo ihr sagt, das ist Köln, da müsst ihr hin? Außer an Rhein. An Rhein? Rheinwiesen, supergeil zum Grillen. Auch wieder Fleisch. Und bei Trinken kombiniert. Hör mal, trinken, Fleisch, futtern, zocken. Das ist ein Leben, wa? Ja, echt mal. Das ist echt ein Leben. Wenn das jetzt so erzählst, dann denkt man, wir wären faul. Nein, gar nicht. Hallo? Wir arbeiten die ganze Zeit nur zocken und fressen uns auf. Ihr arbeitet hart an der 2-Millionen-Grenze. Habt ihr ein Ziel, wann die erreicht sein soll? 2 Millionen Abonnenten. Dass uns Leute immer noch zuschauen. Und wenn die Abonnenten gnädigerweise weiterhin meinen, dass wir gute Videos machen. Oh. Wir könnten PR-Manager werden. Sind sie nicht süß? Nee, finde ich eine gute Einstellung. Jungs, wir hatten Essen, Trinken, Feiern gehen, alles super, aber man muss ja irgendwo pennen. Und ich glaube, die meisten werden irgendwie ins Hotel oder in die Jugendherberge gehen, aber es gibt ja auch noch so coole Sachen wie das Gamescom Camp. Und so Couchsurfing, also wo du einfach irgendwo auf einer Couch pennst. Ich meine, ihr quartiert eure Leute wahrscheinlich eh bei euch ein. Aber schon mal ausprobiert selber? Irgendwo wild bei einer fremden Person gepennt? Ja, auch in der Studentenzeit. Kam das schon öfter vor in Holland. Scheiß. Ja, ich habe in Holland ja studiert, aber ich hab da ja keine Wohnung gehabt. Habe ich noch nie gemacht. Also, ihr kommt nicht nur im Hotel unter, ihr könnt auch bei den beiden auf der Couch schlafen. Eure Abonnenten sind doch eure Freunde, was? Oder? Ich war gerade hier beschäftigt. Hast du was gesagt? Ja, bei Peters Tür ist immer offen. Ihr geht ins Gamescom Camp oder ihr macht Couchsurfing. Es gibt zig Möglichkeiten. Die findet ihr übrigens auch alle auf unserer Internetseite www.gamescom.de. War das richtig? Ja, ne? Das war absolut korrekt. Gamescom.com wäre geil. Da kannst du keine vernünftige Moderation machen, wenn die beiden daneben sitzen. Ich versuche hier Infotainment und Informationen unterzubringen, aber... Ja, du machst die Infos wie immer Entertainment. Genau. Also ich habe genug gesagt. Jungs, ich habe keine Zeit mehr, ich muss los. Es war aber ein sehr netter Tag mit euch. Ich lasse euch jetzt eure Fleischberge hier reinfuddern. Und ich mache mich nochmal auf den Weg und wir sehen uns spätestens auf der Messe, oder? Das sehe ich genauso. Wir haben ja noch 10-1, ne? Oder so. 10-1, richtig. Sind wir da. Falls ihr die richtige Halle sucht, ich sage das nochmal, www.gamescom.de. Wir haben eine Internetseite, da findet ihr auch alle anderen Infos, wo ihr ausgeht, wo ihr schlafen könnt, wo ihr essen, trinken könnt. Alles zum Gamescom Festival. Ich lasse euch jetzt hier sitzen. Habt einen guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Ja, wir fahren hier fest. Mach's gut, liebe Annika. Merci, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Ich krieg an, die was trinken. Ihr habt gesehen, Köln, übrigens meine Heimatstadt, ist eine richtig coole City und ihr werdet hier wirklich an allen Gamescom-Tagen, auch abseits des Messegeländes, auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß haben. Tja, aber herkommen müssen wir ja noch nach Köln, ne? Und wie machen wir das am besten? Eigentlich habt ihr 3 Möglichkeiten. Entweder ihr kommt mit der Bahn oder ihr kommt mit dem Flieger oder ihr packt eure Leute ein, Gepäck in den Kofferraum und kommt einfach mit dem Auto. Geht natürlich alles. Das Schöne ist, das Gamescom-Ticket selber, das gilt für den öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, ihr könnt, egal wo ihr ankommt, an welchem Bahnhof oder am Airport, ihr könnt einfach in die U-Bahn steigen, in die S-Bahn, in den Bus und könnt gratis hier hinfahren
Kölnmesse Deutz heißt dann eure Station und hier seid ihr direkt am Messegelände, direkt bei der Gamescom. Falls euch das jetzt ein bisschen zu schnell war, die Infos gibt es natürlich auch noch im Internet auf unserer Homepage unter www.gamescom.de. Da findet ihr den Punkt Anreise und da gibt es alle Infos nochmal zum Nachlesen. Tja, Hauptsache ihr kommt nach Köln. Köln freut sich nämlich sehr auf euch und ich freue mich auf euch in der nächsten Sendung. Da habe ich nämlich wieder prominenten Besuch. Bis dahin, ciao!